Kennst du Jahresmesser? Ich kannte sie nicht, bis mir der Hersteller, der Sergej, 2 Stück geschickt hat. Und ich habe mir die ein bisschen angeschaut, nämlich das Bär und das Wiesent, das ich übrigens genial finde. Und wenn du wissen willst, was das kann und ob das auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich aus dem Bushcraft-Areal. Auf Waldo Laparte, schön, dass du dabei bist. Viele haben mir immer wieder geschrieben, Rainer, schau dir diese Messer an, schau dir diese Messer an. Und ich brauche da immer ein bisschen. Irgendwann einmal, dann wird man, wie man in Österreich sagt, das Radl rennert. Und dann habe ich mir das einmal genauer angesehen und recherchiert und mir auch Videos von anderen angeschaut, vom Jack Knives und wie sie alle heißen mögen. Und habe mir gedacht, okay, es interessiert mich, und habe den Sergej, das ist der Betreiber von Jahresmesser, angeschrieben und habe gesagt, du, könnte ich 2 mir ausleihen? Und er hat mir 2 geschickt und hat gesagt, er schenkt sie mir. Keine bezahlte Werbung, aber du solltest dranbleiben bis am Ende des Videos, denn man kann die hier gewinnen, aber das erkläre ich noch. Schau mal her. Der schickt mir das, der gute Sergej. Und zwar einmal dieses Bär hier, glaube ich, heißt das. Ja? So schaut dieses aus. Das taugt mir überhaupt nicht. Aber nicht, weil es nicht gut gemacht ist, sondern weil es das hier hat. Ich hasse das. Ich mag diese Fehlschärfe hier nicht, diese Ausnehmung. Ich halte die total für sinnlos. Aber wenn du sagst, oh, ja, ich brauche das, das finde ich voll super, dann ist es okay. Aber das mag ich nicht. Das andere schon, aber schauen wir gleich. Es ist alles schön verarbeitet. Du tust dir da jetzt nicht gleich weh. Das ist D2-Stahl, alles schön gemacht. Da gibt es überhaupt nichts. Wenn dir der Stil gefällt, dann ist es okay. Geschöne, über das rede ich nicht mehr. Ist so. Aber jetzt spreche ich über dieses Messer hier. Ja, und zwar das Wiesent. Oder Vincent, oder warte mal ganz kurz. Wiesent. D2-Stahl. Da ist da so eine Karte dabei, wo alles draufsteht. Und das ist ein Messer, das gefällt mir gut. Also als ich das in der Hand gehabt habe das erste Mal, habe ich gesagt, ja, wir könnten eine Beziehung miteinander haben. Also das Messer und ich natürlich. Auch keine Gescheite, alles ganz normal. So. Und das liegt daran, dass es genau in meine Hand passt. Also schau hier mal, ich zeige dir jetzt meine Faust, meine Hand. Ja. Wenn deine Hand so ausschaut wie meine, ja, schau es genau an. Ja, ja. Wenn die so ausschaut wie meine, dann passt es auch in deine Hand. Wenn du ganz kleine Finger hast, dann such dir was anderes. Wenn du so Riesenbratzen hast, wie man in Österreich sagt, ja, so Pranken, dann nimm ein anderes. Dann ist vielleicht dieses Bärmesser das Richtige für dich, wo du vorne hingreifen kannst. Aber sonst zeige ich dir, oh, wollen wir schnitzen? Ja, ich glaube schon. Ja, es ist halt so, dass ich immer wieder Kommentare kriege. Reine, das ist immer so Fati-Messer-Ding. Du tust immer nur dasselbe. Du schnitzt mit dem Messer. Es tut mir leid, ich kann keinen abstechen. Es tut mir leid, das will ich nicht, das passt nicht in mein Konzept. Ich bin kein Messerkämpfer. Ja, Reine, du machst immer diesen Power-Cut. Ja, was soll ich denn machen mit einem Messer? Was soll ich denn machen? Sag's mir, schreib mir unten einen Kommentar, was ich mit dem Messer noch tun kann. Aber nur vernünftige Kommentare werden beantwortet. Alles andere lese ich nicht. Nein, also, aber jetzt ernsthaft, das ist ja ein Buchenscheit hier. Ja? Und schau dir das einmal an. Ich meine, oh, das ist super. Das ist voll super. Das ist voll. Voll super. Nein. gut, scharf, wirklich vernünftig. Dieses D2-Stahl, das muss man mögen. Ich mag den. Viele mögen ihn nicht und sagen, blöder Werkzeugstahl, das ist nichts für ein Messer, da braucht man was anderes. Aber ich mag den ganz einfach. Also das ist super. Das ist wirklich super. Das Griffmaterial schaut einfach cool aus. Ja, das schaut einfach so super aus mit dieser Farbe. Also das gefällt mir irrsinnig. Ich habe da mal ein Video gemacht, da gebe ich da auch da oben den Link. Das war dieses Survival-Messer aus Schwerin, das man, ich habe den Namen vergessen, jemand zugeschickt hat. Das war voll super. Das war auch so, das hat auch so ausgeschaut. Voll nett, ja. Ein bisschen längeren Griff, aber das ist schön. Wenn du dir die Klingen dicke anschaust, ja, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist so ein richtiger fetter Brummer, aber auch nicht so hauchdünn, dass es da nur zum Rasieren gedacht ist. Und aus diesem Grund muss ich halt wie immer batonieren. Na, dann wollen wir mal ein bisschen was batonieren. Schaut an, ja. Und ja, ich meine, ich weiß, auch das ist langweilig vielleicht für den einen oder die andere, aber dann musst du ausschalten. Es hilft nichts, das musst du leider ausschalten. Denn das mache ich halt mal mit Outdoor Überlebensmesser und Bushcraft. Außerdem kann man sowieso nie jeden recht machen, aber das ist so.
So, das ist ein richtig ein zähes Gefräß, aber wenn du schon das eine oder andere Video von mir gesehen hast, weißt du, dass ich nicht aufgeben mag. Da wäre es natürlich jetzt cool, also wie gesagt, entweder könnte man hier irgendwas, einen Stock nehmen und hier jetzt nachstoßen, um es dann auseinander zu treiben. Mit der Hand geht es noch nicht. Ja, zum Beispiel hier, ne, was anspitzen, einen Haselstock und den reintreiben, mache ich ganz viel, brauche ich nicht extra wieder dazu zeigen, das ist eh schon ein alter Hut. Und das habe ich auch schon 100 Mal in mein Buch reingeschrieben, also das ist auch okay. Und auch die Frage immer nach dem Reinen des Betoning, das ist doch so sinnlos, da habe ich eine Axt, ja. Wenn ich eine Axt habe oder ein Beil, dann mache ich das auch. Wenn ich das aber nicht mit habe, aus welchem Grund auch immer, ich weiß nicht, ja, und nur das Messer, dann muss das mitmachen. Und dann muss es auch so sein, dass es nicht auseinanderbricht. Und das habe ich bei dem jetzt auch überhaupt nicht erwartet, aber es ist bei sehr vielen Günstigmessern auch schon passiert, dass das bricht. Also das muss getestet werden. Bei einem Bushcraft oder Outdoor Survival Messer muss das getestet werden. Also es funktioniert. Ich glaube, das habe ich gezeigt. Jetzt muss ich natürlich den obligaten, komm, wir wollen Feathersticks machen. Ja, und auch das geht sehr, sehr gut. Das geht wirklich top. Ja, siehst du, das lässt sich schön, schön einarbeiten. Ich habe die Klinge, also die Geometrie, wie man so schön sagt, nicht angepasst. Ich habe es ganz original gelassen. Also ich habe nichts umgeschliffen oder so weiter. Bin ich sowieso viel zu faul dazu. Ja, es ist wahr. Und will ich mal jetzt gar nicht die Zeit dafür nehmen. Es funktioniert alles sehr schön. Es ist halt, ich mag die balligen Anschliffe sehr, das muss ich auch zugeben. Das bin ich gewohnt. Bei dem hier, ist ein Flachschliff. Na, ist er, warte mal, wenn man mal reinschaut, das weiß ich jetzt gar nicht. Nein, ist ein Hohlschliff. Ja, mit dieser sekundären Phase da, ja, es geht eh auch. Es ist schön schnittig, aber mir ist es halt lieber. Ja. Aber das ist jetzt zu dann auf hohem Niveau und ich glaube auch, dass es keinen Unterschied macht. Wenn du das Feathersticks machen geübt hast, diese feinen Locken zu produzieren, dann ist es wahrscheinlich fast egal, welche Anschrift es ist, Hauptsache das Teil ist scharf. So, gut. Nicht optimal, ja, ich weiß, aber wollen wir jetzt nicht so sein. Feuerstahl. Den Feuerstahl, das ist ja der Nachfolger von Survival Stuff, heißen die, glaube ich. Ja, gebe ich da unten den Link auf Amazon. Meinen gibt es ja nicht mehr. Und da wollen wir gleich mal testen, ob das Sergei-Messer, so nenne ich das jetzt, Entschuldigung, das Jörf-Messer, das Vincent, oh, wie man das ausspricht, da was mitmacht. Und da habe ich jetzt meinen Kritikpunkt. Und zwar durch diese Ausnehmung hier. Und das steht mir zumindest genau da rein. Aber das ist nur, weil ich Wurstelfinger habe. Wenn du nicht so Wurstelfinger hast wie ich, dann spielt das wahrscheinlich auch keine Rolle. Und dann ist alles gut. So, also auch das hat funktioniert. Macht es schön mit. Gefällt mir. Am Griffstück ist hier hinten auch so eine Öffnung für ein Bandal durch, das ich gut finde. Man kann das auch schön halten und wie gesagt, es liegt gut in der Hand. Das Einzige, was ich halt merke, ist bei der Feuerstahlbedienung, dass mir diese Ausnehmung hier ein bisschen drückt. Aber das ist halt so, aber das macht vielleicht dir überhaupt nichts. Was ich ja grundsätzlich, und das hat nichts mit diesem Messer zu tun, aber insgesamt dieses Chimping, ich vergesse das immer, ist mir auch echt wurscht, wie das heißt. Ich mag es einfach nicht. Aber hier ist es zumindest nicht so, dass dir, wenn du mit dem Daumen da drauf kriegst, dass die Haut abraspelt. Ja? Wie wenn man harte Haut irgendwo bei den Füßen abraspeln will. Mit manchem Messer kann man das ja tun, das ist hier nicht so. Ja? Also stört es nicht so sehr. Mir wäre es als Bushcraft-Messer aber lieber, wenn es komplett durchgehen würde, dann könnte ich nämlich auch weiter hinten nehmen, dann müsst ihr nicht so weit vorne nehmen. Bei meiner Geometrie, es hängt immer davon ab, wie man das macht. Dann könnte ich es nämlich weiter hinten nehmen und könnte hier den Feuerstahl bedienen. Das ist mir halt wichtig. Aber wie gesagt, Sudan auf hohem Niveau. Ich gebe es zu. Und noch einmal, weil ich so gemein zu dem Bärmesser war. Es gefällt mir halt einfach optisch nicht. Aber es ist auch genauso schön verarbeitet. Auch das hier ist alles fein. Es hat ungefähr dieselben, auch vom Griff her, das ist alles relativ ähnlich zu diesem Modell hier. Also da gibt es, ich glaube, das ist genau gleich, nur andere G10 Griffschale drauf mit einer anderen Farbe und eben diese Ausnehmung hier. Ja, das, und
es schaut ein bisschen anders aus, es hat ein bisschen einen anderen Abschliff, Anschliff, es geht ein bisschen, die Spitze geht ein bisschen anders runter, aber das sind Mini-Fipsi. Aber wie gesagt, das hier, das geht nie am Wecker. Aber wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel größere Hände hast, dann ist das okay. Ich mag das nicht, aber das ist nur, weil ich eine Diva bin. Ja, was ist mein Fazit? Wenn du überlegst, dir so ein Teil zuzulegen, aber noch immer irgendwie gesagt hast, naja, weiß ich nicht, und ist das gut und so weiter, dann kann ich sagen, ja, das ist absolut okay. Und wenn du willst, dass das Messer, der Griff dir vorgibt, wie du es halten sollst, dann ist das auch die Idee. Manche mögen diese Ausnehmungen, diese Aussprangen ja überhaupt nicht. Die wollen einfach nur ein Griffstück haben mit gar nichts. Aber wenn dir sowas gefällt, wenn dir das taugt und es für deine Hand passt, dann ist das auch wirklich eine schöne Sache. Schön verarbeitet, wirklich schön schnittig und sehr, sehr nett. Danke, Sergei, fürs Zuschicken. Das freut mich sehr. Aber ich habe schon so viele Messer, dass ich Ärger mit meiner Frau kriege. Und daher müssen diese beiden Messer verlost werden. Aber gut. Das eine Messer, und zwar der Bär, wird hier auf YouTube verlost. Das heißt, jeder, der hier einen Kommentar unter das Video schreibt, und zwar einen Monat lang, das steht auch alles hier unten, die Teilnehmerbedingungen, wird jemand ausgelost und kriegt von mir dieses Bär, leider unbenutzt, tut mir leid, ja, weil es ist sau scharf, genauso wie das andere, aber zugeschickt, Deutschland und Österreich. Und über 18 muss es sein, bitte, ja. Und dieses hier, dieses Wissend, ja, damit ich es richtig ausspreche, haben mag, ja, das ich hier im Test habe, der schaut vorbei auf meinem Instagram-Account, da gebe ich da unten den Link, Reini Rossmann auf Instagram. Dort findest du einen Post von mir und dort kannst du dich auch mit einem Kommentar verewigen und kannst dort alle Kommentare, ein ganzes Monat läuft das jetzt, da wird das auch verlost, wird auch, wenn du über 18 bist, Österreich, Deutschland verschickt. Da bleibt mir jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr zu sagen, außer schreib mal einen Kommentar, mach mit beim Gewinnspiel. Danke fürs Zuschicken. Wenn auch du mir Ausrüstung zuschicken willst zum Testen, dann melde dich bitte bei mir. Vielleicht magst du auch eines meiner Bücher dir checken, da gebe ich dir da den Link, da kannst du mir abonnieren, da hast du ein anderes Video. Mach mit beim Gewinnspiel auf Instagram und hier auf YouTube, dann hast du doppelte Chance, den Reini Rossmann. Bis bald und ciao.